Also, wir fassen zusammen. Wir waren am Anfang des Spiels ein Link bzw. ein Hering, der noch nicht die richtigen Link-Klamotten hatte. Deswegen war das schon mal von Anfang an ein bisschen suspekt. Jetzt wurde unser Pferd geklaut, jetzt wurden unsere Freunde geklaut und jetzt sind wir ein Wolf. Und wir sind in einer komischen Welt. Und da sehen wir ein komisches Mädchen, was auch immer. Hey, was ist los mit dir? Komm hier rüber, aber fix. Wenn du auf normalen Wege nicht rauskommst, findest du ja vielleicht irgendein Loch, durch das du entkommen kannst. Ich meine, Löcher gibt's an Orten wie diesem doch normalerweise immer. Ein Loch, ja. Gut, dann suchen wir das Loch irgendwo. Loch suchen, angreifen. Nö, Spurt. Nö. Was ist eigentlich? Wir können mit Y wühlen. Wühlen, wühlen, wühlen. Wühlen auf dem Steinboden ist doof, glaube ich. Können wir nicht. Ah, angreifen. Ah, natürlich. Und oh, ah, i, ah. Hier können wir wühlen. Ta-ta-ta-ta. Schön. Wir sind draußen. Wieder in Freiheit. Hier ist die Luft natürlich gleich viel reiner und die Wege viel dunkler. Was machst du da? Anscheinend bist du ein richtig kluges Hundchen. Du gefällst mir. Ich glaube, ich sollte dir bei der Flucht helfen. Aber dafür wirst du schön brav gehorchen, wenn ich dir etwas sage, ist das klar? Wenn du etwas von mir willst, drückst du Z, um mir ein Zeichen zu geben. Z wie Zeichen. Also verstanden? Dann los. Also ich weiß ja nicht, ob ich das gutheißen kann, dass sie jetzt so ein bisschen auf mir herumreitet, aber gut. Ja, wir sind jedenfalls der Hering, der in Wolfsform unterwegs ist und können wir hier rein? Tatsächlich. Oh, wir können es hier aufspringen. Ta 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 und sie hat auf einmal eine Hand auf dem Kopf. Was? Nenu, was ist denn? Versuch doch einfach mal L zu drücken. Den Rest findest du schon alleine heraus. Okay. Fassen. Hui. Ohohoho. Mensch. Die Kleine ist ja noch extrem praktisch. Unter Umständen. Ja, durch die Tür kommen wir nämlich hier nicht raus. Aber hier können wir jetzt diesen Dienstboteneingang oder so benutzen. Was auch immer. Was auch immer das für ein Zweck haben soll in der Zelle da. Aber okay. Ja. Ein eingebauter Fluchtweg, weil den sollte jede Zelle vorschriftsmäßig natürlich haben, weil sonst wird die nicht vom TÜV abgenommen. Und da haben wir jetzt eine komische Seele oder was. Aha, das ist ja. Hehe. Pass auf, ich zeige dir etwas Interessantes. Ein Tier wie du sollte erkennen, dass da etwas ist, oder? Drücke X, um dein Gespür zu schärfen, dann sieh genau hin. Okay, wir drücken X. Oh mein Gott, was ist das? Hallo, wir lauschen. Hier dürfte ich wohl in Sicherheit sein. Verdammt, keinen Schritt weiter stehen bleiben. Lauschen? Hier dürfte ich wohl in Sicherheit sein, verdammt, keinen Schritt weiter und so weiter. Okay. Er ist da, er ist nicht da, er ist da, er ist nicht da, er ist da, er ist nicht da. Dieses Gespürzeugs könnte noch ein bisschen nützlich sein. Dieser Geist ist sicher ein Soldat. Der kommt sicher geradewegs aus der anderen Welt. Hier gibt es noch mehr von diesen Geistern. Du solltest dein X-Gespür verwenden. Vielleicht wissen die ja, was hier passiert. Das wäre sehr praktisch, wenn uns das mal irgendjemand sagen könnte. Alles ein bisschen skurril und seltsam. Und, ups, oh, wir sind runtergefallen? Nein, noch nicht ganz. Wir halten uns auch als Wolf, wir halten uns auch als Wolf fest. So, wir können sogar klettern und wir können springen und wir können runterfallen. In den See, ja, genau, Hering. Ins Wasser. So, loslassen. I, au, i, was ist das? Ah, Ratten? Nee. Komische schwarze Viecher? Was waren das? Hilfe, ich weiß es nicht. Irgendwas hat mich angefallen. Irgendwas, was ist das? Wir können hier etwas fassen. Wir können Schädel nehmen. Wir können Schädel werfen. Wir können daraus Herzteile bekommen. Das ist schön. So, wir fassen. Und dann hängen wir uns wieder daran. Und dann machen wir hier das Gitter auf. Und dann können wir hier hinten die Kiste kaputt machen. Einfach, aber genial. Ja, das Spielkonzept von Zelda begeistert jung und alt auch auf diesem frühen Niveau. Und jetzt spricht die komische Gestalt wieder zu uns. Du scheinst dich noch nicht an deine Gestalt als wildes Tier gewöhnt zu haben. Deshalb lass mich dir sagen, wenn du gegen Gegner kämpfst, erinnere dich an das, was du als Mensch konntest. Dein Instinkt bleibt gleich, auch wenn deine Gestalt sich verändert hat. Womit sie uns nichts anderes sagen will, als dass die Steuerung natürlich absolut identisch ist. Ups. Und hier fassen wir auch mal. Ah, das war auch gut.
Machen wir hier auf und... Da war irgendein Gegner, ich hab's nicht gesehen, egal. So. Düm, 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 düm. Was haben wir hier? Das sind Ratten, das sind schwarze Ratten. Ich habe keine Ahnung, was das ist. So, Stacheln, Stacheln sind schlecht. Habe ich mir sagen lassen. Also, das ist so allgemeine Videospiellogik, dass Stacheln irgendwie Schaden machen. Zeigt mir ein Spiel, in dem das nicht so ist. Jo, fassen, fassen, fassen. Und zack. Ta-ta-ta-ta. Und schon wieder. Oh Gott. Die Dinger sind aggressiv. Boah. Hallo. Geh kaputt. Genau. Aber dann hinterlass kein Rubin, sondern lieber Herzchen, ja. Weil als Wolf drauf zu gehen, wäre nicht gut. Wir haben kein Inventar, oder? Nein, Moment. Halt. Sag mal, das Wasser ist doch weniger geworden. Oder kommt mir das nur so vor? Aber wo geht es wohl jetzt entlang? Hey, such gefälligst auch ein wenig selbst. Ja, ja, ist ja gut. Items? Nee, das Item-Menü haben wir noch, aber wir können die Dinger logischerweise nicht einsetzen. Hahaha, so ist doch schön. So, hier kommen wir irgendwie nicht durch. Hallo? Moment. Hier haben wir doch noch eine Sackgasse, genau. Zack. Oh, damit öffnen wir die Schleuse und dann lassen wir das Wasser rein. Ah, es macht so viel Sinn. Juhu, jetzt haben wir eine geflutete Kanalisation, so wie es sein muss. Tralala. Wir wollen nicht wissen, was hier in der Kanalisation alles herumschwimmt, aber eigentlich, das Wasser ist verhältnismäßig klar. Gut, von mir aus. Außer, dass überall komische schwarze Punkte irgendwie emporsteigen. Und da hinten irgendwas Schwarzes herumkriecht. La 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 la. Wir schwimmen jedenfalls über die Stacheln rüber, klettern hier rauf und attackieren dieses schwarze Vieh, nehmen es ins Maul, obwohl wir gar nicht wissen, wo das Ding schon überall gelegen hat. Und gehen dann weiter. Hier haben wir wieder eine komische Seele. Hallo! Was sind das für schwarze Monster? Wo kommen die her? Raus! Ich muss hier raus! Ja. Gut, der ist jetzt genauso weit wie wir. Das ist schön für ihn. Wir haben übrigens schon eine detaillierte Karte von dem ganzen, von der ganzen Kanalisation, fällt mir gerade so auf. Denn sehen wir, also dadurch sehen wir zum Beispiel jetzt, dass hier schon wieder eine Sackgasse ist, dass wir hier komische Sachen aufmachen können. Aber boah, wir lassen es uns nicht nehmen, hier einfach mal alles aufzumachen. Zack, 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 zack. So, Herzchen klein. Ging allein. Ich glaube, das werde ich im Laufe dieses Let's Plays noch öfters anstimmen dürfen. Au. I. U. Sackgasse. Wozu sind diese Sackgassen da? Ich habe keine Ahnung. Nur damit man die Fähigkeit lernt, oder was? Oho, sie kann sich... Also wir können uns als Wolf an komische Dinge klammern und... Also festhalten. Und dann ist das gut. Hier ist eine Seele. Was sind das nur für schwarze Monster? Solche Biester habe ich noch nie gesehen. Die sind alle ein bisschen verzweifelt und helfen uns nicht wirklich weiter. Das ist ein Problem. Wir fassen hier dran. Und lassen das Wasser so wieder ab... Scheint so. Ich weiß gar nicht, ob das gut war. Gehen wir zunächst mal davon aus, dass es gut war. Und dann schauen wir uns hier weiter um. Und zwar gehen wir erstmal in diese Sackgasse noch. Sehen, dass dort oben wieder so ein schwarzes, dummes Viech. Ups. Ja, komm. Wir machen es tot. Wir machen alles tot. Aha. Wir sind ein blutrünstiger Wolf. Ja. Ich kann gerade kein Wolfsgeheul machen. Das irgendwie... Irgendwie finde ich, ja, meine Stimme ist heute so, weiß nicht. Das fühlt sich alles nicht so toll an, wenn man, ja, das bietet sich dann auch wunderbar an, Hearing, um dann Let's Play zu machen. Du hast vollkommen recht, ja. Aber, ich muss bei Zelda vorankommen. Scheiße, ich brauche Videos. Sonst, ja, habe ich ein Problem. La, 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 la. Weil sonst kommt, klappt das wieder mit dem Uploaden nicht und dann, also, hochladen, uploaden. Ich habe was abgeloadet. Nein, ich will mich von diesem Wort irgendwie distanzieren. Ja, sonst klappt es wieder im Hochladen nicht und dann fragen wieder alle, ey, Hering, warum lädst du heute wieder hoch und warum lädst du generell was nicht hoch und ah, du bist voller Arsch und ich habe ja mittlerweile so eine gewisse, ja, wie soll man sagen, eine gewisse Verpflichtung, könnte man sagen. Ich nähere mich der 500 Abonnenten-Marke. Wenn ihr dieses Video seht, habe ich die 500 Abonnenten vielleicht schon geschafft? Ich weiß es nicht. Komm schon, hierher. Ich warte ja gerne, aber auf meine Seite kommen, das musst du schon selbst schaffen. Gemein. Wuhu, wuhu, wuhu. Ich will Winsel. Ja, ich nähere mich der 500 Abonnenten-Marke. Wuhu, ja, 500 komische Leute, die den Hering abonniert haben. Das ist unglaublich. Und, ja. Wenn man die Leute schon mal hat, dann will man natürlich... Dann will man natürlich solche kleinen Abzweigungen finden. Müssen wir jetzt hier wühlen? Nein, hineingehen. Ach, wir müssen einmal A drücken, warum auch immer. Okay, kriechen als Wolf. Ja, sehr interessant. Aha. So, dup, dup, dup.
Mit der Seele können wir jetzt auch mal so reden. Ihr Göttin Hyrules, ich bin doch nur ein einfacher Soldat, der niemandem Böses will. Bitte rettet mich vor diesen schwarzen Monstern. Bäh. Was ist... Oh, hier ist eine goldene Spur. Was ist das für eine goldene Spur? Hier können wir wühlen. Oh, wühlen, 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 wühlen. Und wir finden ein Herzchen. Ta-ta-ta-ta. Was das? Ah, diese goldenen Stellen. Oh, die markieren uns besondere Punkte in der Erde, wo man besondere Sachen finden kann. Ob man als Wolf so noch viel mehr Sachen entdecken kann, ich weiß es ja nicht. Lasst es uns für die Zukunft heraus, in der Zukunft herausfinden. Hehe, manchmal führen Umwege eben auch ans Ziel. Übrigens, schärfst du auch immer dein Gespür mit X? Anscheinend sind die Geister hier ausschließlich Soldaten. Sag mal, was meinst du, wo wir hier sind? Ja. Du willst doch hier raus, oder? Also gut, Abmarsch. Ja, wo sind wir? Keine Ahnung. Sag es mir. Oh. Zwischensequenz. Dies scheint mir eine Art Turm zu sein, der relativ hoch ist und dort oben ist bestimmt irgendetwas. Aber zunächst einmal ist hier unten ein komisches schwarzes Viech, das wir natürlich verklappen können. Und wir bekommen dafür einen Rubin, den wir natürlich einsammeln. Ta-ta-ta-ta, ich habe einen Rubin angesammelt. So, was können wir hier noch machen? Da wollte gerade irgendwas A-mäßiges machen, oder? Kam mir das nur so vor. Nö, nix A-mäßiges. Gut, dann spurten wir jetzt mal schnell dort hoch. Da-dam. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Wolf mit seinem... Ups. Oh Mann, was soll denn das werden? Ja, weiß ich auch nicht. Hä? Wurde mir da irgendwas Bestimmtes angezeigt oder musste ich da jetzt runterfallen? Ich weiß es nicht. Wir gehen nochmal zu dieser Stelle hin. Z. Sag mal, ist das denn so schwer? Ich zeig dir, wo du Halt findest. Nimm mich einfach mit L ins Visier und verwende A, um mir zu folgen. Aha. Moment. Halt. Nein. Mit L ins Visier? Nein. Z? Aha. Erst Z drücken, dann L, dann A. Dann wieder. Ah ja. Okay. Sehr seltsame Fähigkeit. Ich verstehe nicht so ganz, warum wir uns dann herüberwarpen können, aber es scheint zu funktionieren. Und vor allem, was für Sprünge er dann auf einmal machen kann. Das ist sehr seltsam, aber gut. Was haben wir dort? Ein komisches Schattenvieh. Können wir als Wolf? Wir können als Wolf. Wir können als Wolf rückwärts über das Seil. Natürlich. Ja. Vorwärts wäre auch zu einfach gewesen. Bin ich ganz deiner Meinung, Link. Also Hering. Und komisches schwarzes Viech zerstören. Ta-ta-ta-ta-ta. Und noch ein paar Totenschädel. Dab-dab-dab-dab. Da. Ja, da ist nämlich ein Rubin. Und hier können wir uns wieder runterfallen lassen. Und dann können wir jetzt nochmal wieder hochgehen. Hochgehen. Ich bin ein schneller Wolf. Ich reiß mir hier meinen Wolf auf. Nein, jetzt habe ich irgendwie Sprichworte durcheinander gebracht. Ich weiß nicht mal, was ich sagen wollte. Ich reiß mir einen Wolf auf. Ich mach mir einen Wolf. Ja, irgendwas in der Art. Das war dumm. Egal, wir gehen einfach nochmal, weil der Weg so schön ist. Ich meine, diese steinernen Treppen, die muss man mal in aller Ausführlichkeit begutachten. Was für Arbeit die Entwickler hier dabei hatten, diese komische Steintreppe ist. Okay, ich hoffe. Wir gehen über das Seil. Denn dieser Weg wird kein leichter sein und so weiter und so fort. La, la, la. Ta, 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 ta. So, und jetzt sind wir oben. Es scheint so. Mich deucht, wir haben nur die Spitze erreicht und dürfen uns seltsamen Fledergedöns-Dingern erwehren. Wir möchten sie kaputt hauen mit unseren Wolfszähnen. So, kaputt. Dab, dab, dab. Okay, jetzt haben wir hier noch eine Kiste. Ah, eine Kiste. Ah. Und hier haben wir noch ein Herzchen. Und noch eine Kiste? Ja. Geht es hier noch höher? Inzwischen weißt du doch sicher, wo wir hier sind. Hehe. Weiß ich das? Na, wenn wir erst nach oben kommen, wirst du schon merken. Okay. Na dann. Einmal rechts und links und rechts und hoch. Wollen wir hier eigentlich schon hin? Geht die Tür zu? Nein, sie geht nicht zu. Nee, da drüben war nichts, ne? Nö. Sieht nicht so aus. Komisch. Regnet das rein oder was soll man das sagen? Ich glaube, es regnet rein. Und überall schwarze Blubberblasen. Mein Gott, was ist das für eine Welt hier? So. Klär mich doch bitte mal einer auf.